Morgen, Leute. Ja, ich packe gerade meine Tasche für die Schule. Ich habe mich, wie ihr gesehen habt, schon fertig gemacht. Zähne geputzt, Haare gemacht und so weiter. Und ich packe jetzt halt meine Tasche. Mein Teewasser kocht gerade, weil da kommt noch Tee rein in meinen Rucksack, weil ich das einfach brauche in der Schule. Ich trinke in der Schule so, wenn ich Kurztag habe wie heute. Ich habe nämlich heute Projekttag, da habe ich nur bis 13 Uhr Schule und da trinke ich so 1 bis 2 Tees am Tag, also so aus diesen Behälterdingern und das ist so ein halber Liter so und davon halt 2 und an langen Tagen trinke ich so 3 Tees und ich finde es halt ganz cool, weil es einfach mega gesund ist und man trinkt halt mehr, weil es halt nach was schmeckt. Und ja, genau. Also ich habe mich jetzt fertig gemacht und ich werde jetzt noch ein bisschen auf die Rüttelplatte gehen. Keine Ahnung, ob ihr das kennt. Und danach noch ein bisschen stretchen, weil ich habe auch noch 40 Minuten Zeit und dann gehe ich noch Gassi. Und ja, das ist übrigens ein Tee von Kappa. Hier. Das ist ganz lecker. Das ist Ingwer, Zitrone, soweit ich weiß. Und ja. Oh mein Gott, ich habe voll das Doppelkinn, Freunde. Wer kennt das Problem? So, Leute, also ich bin jetzt Gassi mit der Buffy und ich liebe es einfach, wenn es so dunkel ist noch oder so halb dunkel, halt der Himmel ist halt noch so schön und so weiter. Und ja, ich mag das voll gerne, morgens Gassi zu gehen und auch abends. Aber ja. Schnuppies. So, also da frisst die Melina, die ihr fast ganzes Essen verschleudert. Da ist die Dimmer. Die frisst. Der Gizmutter frisst. Und wir waren longieren auf dem Platz. Und haben ein bisschen gearbeitet für die Rückenmuskulatur und insgesamt Muskulatur. Und dieses Tier kann einfach nicht essen.